Hallo Olli und herzlich willkommen. Heute werde ich ein ganz leckeres Rhabarber-Erdbeertöpfchen mit einem Blätterteigdeckel versehen und dann oben noch eine Erdbeere rauflegen. Ich habe mir dafür heute 400 Gramm Rhabarber besorgt, dann gute 200 Gramm Erdbeeren, dann brauche ich noch ein Tütchen Vanillepudding, da brauche ich aber nur einen Löffel von. Dann habe ich 40 Gramm weißen Zucker, da habe ich gleich nochmal einen Teelöffel von meinem Vanillezucker mit beigegeben. Dann brauche ich ein Ei, ein Päckchen Blätterteig und nachher nochmal zum Drüberstreuen so etwa 2 Esslöffel vom braunen Zucker. Als erstes schneide ich dann den Rhabarber oben, das, was da noch so an Blättern dran ist, schneide ich ein bisschen ab. Ja, und dann kann man das hier so wunderbar abziehen. Das ist alles sonst zu faserig. Das will man nicht drin haben. Unten schneide ich halt auch relativ großzügig ab. Ziehe dann auch nochmal alles schön runter. Und dann schneide ich mir das in kleine Stückchen in meine Schüssel rein. Dann mache ich mit den Erdbeeren weiter. Da lege ich mir erstmal gleich 2 Stück beiseite. Die brauche ich nachher ein bisschen zur Deko. Dann schneide ich wieder hier oben das Grün ab. Und schneide es einfach so ein bisschen klein. Und dann kommen sie mit zu dem Rhabarber. Ja, und wenn das dann geschnitten ist, dann gebe ich hier auch gleich den Zucker mit zu. Ja, das sind 40 Gramm ungefähr. Und vom Vanillepudding gebe ich dann etwa einen gestrichenen Esslöffel dazu. Und das Ganze dann gut durchmischen. Ja, das sieht jetzt ein bisschen trocken aus, aber keine Sorge, das wird schon. Den Blätterteig rolle ich dann erstmal hier so aus. Ich nehme hier diese Schüsselchen, die lege ich jetzt hier so ungefähr drauf, dass ich sehe, da ist auch noch ein kleiner Rand. Daneben dann auch noch mal eine so ein bisschen versetzt. So, dann schneide ich mir das einmal längst. So. So. Und dann habe ich auch schon den Blätterteig für die Deckel vorbereitet. Das Ganze stelle ich jetzt erstmal noch mal beiseite. Näpfchen hier oben rüber. Dann habe ich mein Eigelb jetzt getrennt. Da gebe ich noch einen ganz kleinen Tropfen Milch dazu. Und verrühre das dann erstmal. Und dann können auch schon die Schälchen befüllt werden. Das mal ein bisschen beiseite noch. Und da gebe ich dann die Mischung Rhabarber-Erdbeer rein. Ja, das reicht hier jetzt genau für die 4 Portionen. Ja, da tue ich noch mal ein bisschen glatt machen. Und dann werde ich den Rand jetzt erstmal so ein bisschen mit Ei einpinseln. Dann klebt nachher der Blätterteig da so ein bisschen besser dran. Ja, und dann kommt einfach eine Platte, die ich mir ausgeschnitten habe, da oben drüber. Und wird so ein bisschen angedrückt. Ja, so ein bisschen rings um den Rand festmachen. Und ganz wichtig, damit der Druck nachher ein bisschen rauskam, so ein paar Löcher reinpieksen. Dann streiche ich oben nochmal den Blätterteig mit dem Ei ein. Und dann kommt da oben drüber der braune Zucker nochmal ein bisschen drüber gestreut. So ein bisschen verteilen, dass überall so ein bisschen was hinkommt. Dann können die Rhabarber-Erdbeertöpfchen mit ihrem Blätterteigdeckel auch schon in den Backofen. Der Backofen hat jetzt 180 Grad. Jetzt können die Töpfchen auf einen Rost, und zwar auf die unterste Schiene. Da können sie jetzt erst noch mal 15 Minuten gemütlich vor sich hin brodeln. Und dann mache ich die Schiene noch eins höher und lasse dann noch mal 15 Minuten drin. Nach einer Viertelstunde können die Teilchen dann schon mal, ja, die sehen schon ganz gut aus, noch eine Schiene höher gesetzt werden. So, und dann bleiben sie jetzt noch mal so 15 bis 20 Minuten drin. Jetzt sind noch mal 10 Minuten vergangen. Jetzt sehen die Teilchen schon ziemlich dunkel aus. Das ist also genau richtig so. Das kommt von dem Zucker auch. Ich werde sie jetzt erstmal rausnehmen und noch ein bisschen abkühlen lassen. Die Töpfchen sind jetzt abgekühlt, also lauwarm. Jetzt gebe ich hier oben noch ein ganz klein bisschen Puderzucker oben drauf. Ja, das darf hier ringsrum auch ruhig ein bisschen gezuckert werden. Dann kommt noch eine halbe Erdbeere oben drauf. Dann ringsrum noch so ein bisschen.
Und so werde ich das jetzt servieren. Das schmeckt wirklich hervorragend innen drin. Der Rhabarber und die Erdbeeren, die sind schön weich geköchelt. Der Blätterteig macht das Ganze ein bisschen knusprig. Ja, das ist auch wirklich obendrauf. Also man hört es, durch den Zucker auch etwas fester geworden, etwas karamellisiert. Das knackt wunderbar, wenn man da jetzt reinpiekst und das isst. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich eine ganz leckere, ganz einfache Sache. Recht preiswert und immer wieder für eine Überraschung gut. Bei mir gibt es das heute statt einem Stückchen Kuchen zum Nachmittag. Ja, ich wünsche viel Spaß beim eventuellen Nachmachen, einen guten Appetit und vielleicht bis bald. Tschüss!